Hallo, liebe Leute auf der Mietenwahnsinn-Demo. Hallo im Block Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Ich bin gerade vom Block der Interkitzionalen gekommen und habe über 30 Minuten gebraucht, um hier bis hierhin durchzukommen. Ihr könnt euch vorstellen, was hier los ist. Als die Idee für eine Kampagne aufkam, die großen privaten Immobilienfirmen Berlins zu enteignen, schienen die Ziele dieser Kampagne klar und lange bekannt. Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius, ADO und wie all diese Firmen heißen, die seit Jahren mit immensen Mietsteigerungen, ausfallenden Heizungen und Schikanen bis hin zur Kündigung von sich reden gemacht haben, zu enteignen. Auf der aktuellen Liste des Volksentscheids taucht aber ein bislang unbekannter Name auf. Piers Global. Auch wir wussten lange nicht, dass hinter der Briefkastenfirma, die offiziell unser Besitzer ist, dieses riesige verschlungene Netzwerk der Gebrüder Piers steht. Drei Männer, die zu den reichsten Engländern gehören und ein kaum durchschaubares Konglomerat von vielen hundert Firmen kontrollieren, das auf allen Steuerparadiesen dieser Welt zu finden ist. In einem Zeitungsartikel hieß es, Piers Global ist eines der intransparentesten und geheimnisvollsten Unternehmen der Welt. Und das ist keine Übertreibung. Unsere Recherchen haben ergeben, dass unsere Briefkastenfirma zu einem Netzwerk in Luxemburg gehört. Mit über 75 weiteren Firmen, die sich wirklich denselben Briefkasten teilen, wird der Immobilienbestand in Berlin verwaltet, der durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung auf knapp 6.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten geschätzt wird. Und ihr alle wisst, was die Zahl 6.000 bedeutet. Enteignung! Enteignung! Was bedeutet dieses Netzwerk? Es bedeutet, dass jede Firma nur eine Handvoll Immobilien besitzt. Unseren Recherchen nach auch jeweils quer über die ganze Stadt verteilt. Es bedeutet, dass hier bewusst verschleiert wird, dass es einen großen Player gibt, der alles kontrolliert. Und es wird bewusst verhindert, dass sich Mieterinnen organisieren und ihren Protest direkt zu den realen Eigentümern tragen können. Dieser Plan ist nicht aufgegangen. Dank unseren Recherchen ist Piers Global im Licht der Öffentlichkeit. Lasst uns nun gemeinsam noch ihre beiden anderen Pläne verhindern. Ihr Plan, uns nach über 33 Jahren aus unserem Kiez zu werfen und ihr Plan, weiterhin eines der größten Immobilienunternehmen Berlins zu sein. Verteidigt mit uns gemeinsam die Kiezkneipe-Syndikat. Lasst uns gemeinsam den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. zu einem Erfolg machen und den Immobilienbestand von Piers Global dorthin bringen, wo er hingehört. In die öffentliche, in unsere Hand. In diesem Sinne, Piers Global enteignen, Syndikat verteidigen. Die Kneipen, denen, die drin saufen. Die Kneipen, denen, die drin saufen. Die Kneipen, denen, die drin saufen. Wenn ich sag Enteignung, sagt ihr jetzt Enteignung! Yes. Enteignung! Yes. Wenn ich sag Enteignung, sagt ihr jetzt Enteignung! Yes. Enteignung! Yes. Enteignung, Enteignung, Enteignung! Jetzt, yes, jetzt! Yes.